Ich habe schon wieder gedacht, sie suchen mich. Servus Leid. Heute mache ich mal wieder was besonders Schönes, was man mit einem alten Luftgewehr machen kann. Und zwar ist das Benchrest-Schieße. Ich habe da eine Feinwerkbau 300S Universal. Die Universal haben hier die verstellbare Schaftbacke. Damit kommt man besser mit dem Zielfernrohr zurecht. Also der Bagger wird da gelegt und das Auge passt gut hinter das Zielfernrohr. Es ist wichtig, das Zielfernrohr niedrig zu montieren, weil die Laufachse und die optische Achse möglichst nah beisammen sein sollten. Um das dann auszugleichen, ist da eine Libelle dran. Ich wackel mal gerade. Also ohne Libelle hat man dann schon eine Links-Rechts-Verschiebung. Das war mal eins von meinen Field-Target-Gewehren. Da war das Zielfernrohr montiert. Da war ein Hilfsvisier. Damit konnte ich die Tiere schneller erfassen. Also traumhaftes Gewehrle für das noch bezahlbar ist. Bezahlbar für einen armen Rentner. Es war mal das Heiner-Gewehr. Heiner deshalb, weil das war ein Schützenkollege aus Hauenstein, der leider verstorben ist. Und der hat seiner Witwe das Gewehrle hinterlassen. Keiner wollte, ich habe es dann gekauft. Ich habe 150 Euro davor bezahlt. Es wäre wahrscheinlich mehr wert gewesen, weil das ist kaum beschossen worden. Also der Heiner wird sich freuen, sein Gewehr ist immer noch im Einsatz. Hier benutze ich das große Zielfernrohr. Mit auch der volle Vergrößerung, 32-fach. Beim Field Target auf 25 Meter, also die kleine Klasse, das Gewehr wäre jetzt die Klasse 5, wird leider immer weniger. Der Trend geht auf die erwerbsscheinpflichtige Gewehre und man passt sich international den Field Target Sport mehr und mehr an. So, das wäre mal zum Gewehrle. Beim Benchrest lege ich das Gewehr auf einem Sandsack auf. Das untere Teil war mal ein Fotostativ. Da habe ich dann eine Siebdruckplatte montiert. Tut seinen Zweck. Ich habe noch große Laserstative von der Firma Stabila. Die sind aber richtig schwer und das baue ich dann auf, wenn ein Wettkampf ist. Das sind also richtige Lafette. So sieht die Benchrest-Scheibe aus. Das ist die Benchrest-Scheibe vom Kleinkaliber. Die ist normalerweise auf 60 Meter. Ich mache das Ganze 40 Meter mit 7,5 Joule, also echte 7,5 Joule. Bei dem Gewehr, habe ich noch vergessen zu sagen, wurde die Feder genau auf 7,5 Joule gebracht. Ich
bin hier auf 40 Meter, habe es ausgemessen mit dem Messgerät. Das Teil ist nicht verkehrt. Bin sehr zufrieden. Macht das, was es soll. So, da übersieht man den Scheibenträger. Vorne im Vordergrund ist eine Klangscheibe. Das ist ein Sägeblatt. Und dahinter montiere ich diese Scheibe. Ich mache jetzt mal mit dem Heiner-Gewehr ein paar Probeschüsse. Irgendwie hängt man wieder ein Drecksviech im Nacken. Wenn ich durchsteche. Sau Viecher. Jetzt ich lege das Gewehr da rein. Und wenn ich durchs Zielfernrohr gucke, dann ist das so fast schon auf der Scheibe. Also ich muss nicht viel korrigieren. Rechts, links wäre gut. In der Höhe brauche ich was. Ja. Ja. Ich hab gerade gehört, ja. Ich habe gerade gehört, Land. Ich hab gemeint, die suchen mich. Ich hab den Hubschrauber landen gehört. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Ja, alles klar. Gut, gut. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Tschüss. Jo, der Hubschrauber vorhin. Das war mal wieder. Ich habe als Scherz gesagt, die suchen mich. Die sind bei mir gelandet. Auf dem Acker. Es scheint jemand schwer verletzt zu sein. Die machen schon die ganze Woche an den Überlandleitungen, machen die rum, tun die abdampfen. Wahrscheinlich wollen die die neu streichen. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Also ich könnte mir jetzt denken, jemand ist von dem Hochspannungsmast runtergefallen. Also das war alleweil das Telefongespräch mit meiner Frau. Es muss halt immer was passieren. Leid, passen auf, das Leben ist viel zu kurz. Wahrscheinlich muss ein Mensch jetzt wieder vielleicht trag leben oder schwer verletzt. Oder das muss alles nicht sein. Das ist alles scheiße. Also das war der Hubschrauber vorhin und jetzt der Anruf. Aber ich kann ihm nicht helfen, dem Mensch. Die sind dort mit Sanitätsauto, Polizei und alles Mögliche. Die werden alles versuchen. Das halbe Dorf ist natürlich wahrscheinlich ausgerückt und als Zuschauer dort ist ja normal, wenn ein Hubschrauber landet in so einem kleinen Dorf. Jo, ich bin am Chicken River. Es ist 500 Meter weg, 600 Meter. Ich mache mein Benchrest weiter.
Meine Tage sind auch gezählt. Wenn man mal 64 Jahre alt ist, dann rechnen wir mal hoch vielleicht. Wenn alles gut geht, kann ich vielleicht noch 10 Jahre schießen, vielleicht noch 1 Jahr schießen, vielleicht noch die nächste Woche. Deswegen rege ich mich nicht mehr auf über Kasper. Wir wissen ja das Thema. Ich behandle das Thema gar nicht mehr. Das ist mir inzwischen sowas von scheißegal, dass ich doch gar kein Wort mehr verliere über diese Penner. Leid genießen euer Leben, machen das, was euch gefällt. Mehr kann ich nicht sagen. Die Zeit verrinnt. Und man ist länger tot, als dass man lebt. So, geht weiter jetzt mit meinem Bench-Rest-Training. Bench-Rest haben wir am 27. August. Wenn das jemand schießen möchte, der dazu fähig ist, ist er gern eingeladen. Die Leute, die nicht eingeladen sind, wissen ja, dass sie nicht eingeladen sind. Die werden auch nicht mehr eingeladen. Aber alle Leute, die normale Erziehung genossen haben, sind selbstverständlich jederzeit gerne hier gesehen. Wir sind eine kleine Gruppe, lauter Top-Leute, menschlich top. Schieße sind noch Anfänger, aber sie schießen schon wirklich hervorragend. Vor allen Dingen die Frauen, die dazugekommen sind. Ich bin eigentlich von der Socke. So gut war ich am Anfang nicht. Die haben zum Teil das erste Mal Gewehr in der Hand gehabt, bei unserem Field-Target-Schießen. Die haben mit dem Diana 35, mit dem Zielfernrohr, das wirklich null taugt, geschossen. Also da ist mir das Gesicht runtergefallen, wie gut die waren. Also wir sind eine kleine Gruppe, wohl erzogen. Und wer da mitspielen will, gerne. Alles andere weiß jeder Bescheid. So, jetzt mache ich weiter. Also ich bin mit meinem Gewehrle zufrieden. Es schießt links, rechts, okay. Ich habe korrigiert noch oben. Jetzt muss ich einen Schuss machen. Mal sehen, wie der bleibt, ob der schon stimmt oder weiß ich nicht, habe ich geladen oder nicht. Machen wir mal einer. Ja. Nee, war nicht gerade. Also ich halte demjenigen, der da jetzt verletzt ist, drücke ich sämtliche Daumen, dass er heil davor kommt. Ich hoffe, dass er nicht tot ist. So Hochspannungsleitungen, die sind ziemlich hoch und da fällt man ziemlich tief runter. Scheiße. Oh, der war jetzt perfekt. Wenn sich das jetzt wiederholen lässt, also ich bin auf der Scheibe rechts, noch nicht auf der Benchrestscheibe. Ich habe gar nicht gewusst, wo das hier schießt. Jetzt schieße ich auf die Benchrestscheibe ganz rechts. Das sind 8 Probescheiben drauf. Ich habe natürlich mein Beutel vergessen. Ich wäre halt auch immer blöder. Irgendwo in einem anderen Koffer unterkommen. Aber das ist doch nicht so wichtig. Ich sitze am selben Punkt. So, jetzt der erste Schuss auf die Benchrestscheibe. Der war jetzt drin, 11 Uhr. Also in dem schwarzen Ring, 11 Uhr.
nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Ich versuche also immer das Gewehr wieder so hinein zu legen, dass es immer dasselbe ist. Der war wieder an derselben Stelle, 2 mm weg, also jetzt hat 10 Uhr, anstatt 11 Uhr ist er 10 Uhr. Ich will jetzt noch nicht drehen, das kann immer noch mein Fehler sein, was wahrscheinlich mein Fehler ist. Ich müsste etwas nach 3 Uhr und etwas tiefer. Etwas tiefer könnte ich immer gehen. 1, 2, 3 Klicks. Aber das rechts, links lasse ich immer noch. Also, der ist jetzt absolut in der Mitte. Ich gehe jetzt mal lieber mit der Kamera, da sieht man mal, wie genau so ein, wie soll ich es nennen, Präzision aus Deutschland. Also die Schwarzwälder, ich bin Feinwerkbau-Fan, sage ich ja immer wieder. Und das ist Wahnsinn. Ich schalte es mal kurz aus und nehme ich die Kamera. Wohl wieder ein bisschen Selbstdarstellung machen. Kamera aus, Selbstdarstellung. Ich wüsste jetzt nicht gerade, wenn ich filmen soll, weil wir haben jetzt Dienstagmittag, circa 2 Uhr, 14 Uhr. Da ist keiner da. Der Kurt schießt allein. Der Chicken River fließt. Das lässt mir jetzt gar keine Ruhe, dass da jemand leiden muss. Aber so ist das Leben. Immer wieder Scheiße, immer wieder Unfall, immer wieder Leid für den Betroffenen, für die Familie. So, das war der erste Schuss der da unten. Also da habe ich gewusst, rechts und links passt. Dann bin ich hoch. Das waren dann die zwei nebeneinander. Dann habe ich gedreht. Das war dann super in der Mitte von dem Scheibchen. Und dann bin ich rüber auf die Benchrestscheibe. So. Das war einmal da oben. Das war der erste Schuss. 11 Uhr, 10 Uhr. Und ein bisschen korrigiert. Guckt euch das an, Leute. Solche Präzision auf 40 Meter. Das ist das, was mir an dem ganzen Schießen so gefällt. Es ist Technik. Es funktioniert. Das ist so ein Bleibatze, fliegt 40 Meter. Ich drehe mal rum. Hier steht mein Gewehr. Da oben steht mein Gewehr. Das ist schon eine Strecke. Das Gewehr wurde ja mal für 10 Meter gemacht.
Es ist möglich, mit einem 7,5 Joule Gewehr auf 100 Meter Euro-Stück. Auf jeden Fall Euro-Stück zu treffen, ist auf 100 Meter keine Kunst. Aufgelegt. Also ich bin ein Schütze, der mit voller Inbrunst aufgelegt schießt. Der Chicken River fließt. Die letzte Gewitter. Haben da ein bisschen Holz angesammelt. Das muss man auch mal wieder rausangeln. Da habe ich schon jede Menge aufgebaut wieder. Parcours für CO2 GLS. Das wird dessen mal die Hälfte davon IPSC mäßig. Also es wird super interessant. Aber erst kommt das Benchrest am 27. August. Ja, Heiner Gewehr. Der Heiner war ein netter Mann, war zu früh gestorben. Er war bei einer Alfa Romeo Werkstatt, der Schweißer. Also wenn die Autos restauriert haben, war der Heiner der Mann am Schweißgerät. Vielleicht war das auch nicht ganz so gesund. Ich weiß nicht, wie alt das er war. Aber noch nicht alt genug zum Sterben. Im selben Loch mittig. Super geil. Also die Jungs von Feinwerkbau früher, die haben Material benutzt, das ist unzerstörbar. An dem Gewehr geht kaputt die Kunststoffdichtung, da geht der Weichmacher raus. Ich habe 24 Stück lauter Lieblingsgewehre. Ich wollte schon, der Gedanke war ja nicht 24 Gewehre zu botten, sondern ich wollte welche restaurieren und wieder verkaufen. Das Blöde war, es sind lauter Lieblingsgewehre, es sind lauter Traumgewehre, die an Präzision nicht zu übertreffen sind. Also die moderne Gewehre mit Pressluft, also mehr wie mittig, geht halt nicht. Mittig ist mittig, mehr gibt es beim Schießen nicht.
Und Entfernung. Entfernung sind hier, meine Lieblingsdisziplin ist Pfälzisch Long Range. Da sitze ich da, ich habe es reduziert, von da hinten war das immer mal 90 Meter. Ganz früher waren es 100 Meter. Dann ist einer vorbeigekommen mit HW30. Dem zulieb bin ich dann 10 Meter weiter her, weil der hat mit 160 Meter in der Sekunde nicht so 160 Meter hat er nicht so gebringen gehabt. Er hat mich so oben im Wald angehalten. Und dann haben wir das einfach 10 Meter weiter. Wo es dann drauf angekommen ist, ist er den Weg von vielen gegangen. Er ist halt nicht mit dabei im Geschäft. Oh, jetzt startet der Hubschrauber. Also, ich drücke den Daumen. Ich wünsche dir alles Gute. Hoffentlich kann man dem Menschen noch helfen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Naja, haben wir auf 90 Meter gemacht. Also ich schieße jetzt, dass meine Mitschützen diese 75 Meter ist die Geschichte mit Pfälzisch Long Range. Also wir schießen von 5 Meter bis 75 Meter Pfälzisch Long Range. Dieses Benchrest ist eine Ausnahme, da schießt man nur auf diese 40 Meter, auf diese Scheibe, Gaudi halber. Das ganze Schießen ist nur Spaß, man muss das als Spaß verstehen. Manche meinen da, das ist der tierische Ernst. Nee, das ist ein Spiel. Und ich will mich bei dem Spiel nicht ärgern, ich will das nur genießen. Ich drehe jetzt den Film vorher für Leute, die vielleicht Interesse an dem Schießen haben oder selber das daheim machen wollen, als Tipps, so gewährlangt. Munition benutze ich ausschließlich JSB Express 451 oder 452. Da habe ich noch nicht einmal so der große Unterschied gemerkt. Also im Moment sind es 4, 5, 2. Aber JSB Express. So, was wäre es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Es macht saumäßig Spaß. Inzwischen ist mein Gelände gewachsen. Besitze im Moment knapp 6 Hektar. Das sind, wenn ich richtig informiert bin, ungefähr 85 Fußballfelder. Hier ist das Hauptgeschehe im Moment. Vielleicht mache ich noch ein paar andere Parcours im Wald. Aber hier kann man gut herfahren. Es ist 5 Minuten von daheim. Und ich habe mir das eingezäunt. Gerade das, was ich brauche. Dass das als befriedetes Besitztum ist. Und das langt mir. Es artet ja aus in Parcoursbau. Das viel Tage baue, da war ich die ganze Woche aufbaue und 2 Tage abbaue. Und das machen wir, wenn es hochkommt, einmal oder maximal zweimal im Jahr viel Target. Der Rest machen wir da andere Sachen. CO2, GLS ist richtig was Spaß macht. Hauptsächlich schießen die Leute mit Morph. Ich habe so fast alle überredet, diese Morph zu kaufen.
Das Teil ist günstig, sehr präzise. Ich war letzte Donnerstag in Hauenstein. Ich habe sie zufällig mitgenommen gehabt, weil ich meine Mutter besucht habe. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen, der hatte 50 Meter seine Enfield eingeschossen. Und er hat gesagt, komm, da schießen wir mit dem Teil auf 50 Meter. Und er hat auf Archive 50 Meter Schwarze getroffen. Also Morph ist das angesagte Teil. Ich habe 3 Stück. Schießt eh nicht besser wie die anderen. Es ist also mit der Pistole möglich, Bierdeckel auf 60 Meter zu schießen. Was will man mehr? Mit einem glatten Lauf und einer Stahlrundkugel. Mehr braucht man nicht erwarten. Und das machen wir am 3. September. Ist hier unser CO2-GLS. So, ich mache jetzt noch ein paar Schuss mit dem schönen Teil. Also da benutze ich jetzt das große Zielfernrohr beim Field-Target oder bei dem ganzen Felsisch-Long-Range benutze ich diese Zielfernrohre nicht mehr. Das sind maximal 9-fache oder 12-fache Vergrößerungen und die 12-fache sind runtergedreht. Bis zwischen 6 und 9-fach schießen wir da. Und richtig gute Ergebnisse. Also beim Schießen ist halt die Mitte in der Mitte. Und mehr geht halt nicht. Und wenn es passt, passt. Ich schieße jetzt noch einen Schuss. Irgendwas hat sich wieder gemeldet, aber ich gehe jetzt nicht dran. Ich bin ja da in der Wildnis. Scheiß Handy. Also noch einmal. 2 Schuss sind jetzt genau absolut im Zehner. Also ich versuche die Berührung von dem Gewehr so wenig wie möglich. Man hat die Chance, entweder das Ding richtig fest zu heben oder fast mit zu heben. Ich tue nur gleich ein bisschen regulieren. Ich heb das Gewehr so gut wie nicht. Also kaum. Ich richte das jetzt aus, so dass das schon dorthin geht, wo soll. Und berühre eigentlich nur den Abzug. Die Backe leicht dort drauf. Der Druck ein bisschen erhöhe auf den Abzug. Zack, die Bohne. Der ist jetzt 12 Uhr über dem Zehner. Aber ich habe es gemerkt. Ich habe es versaut. Aber es ist immer noch gut. Also das Gewehrle immer schön heiliger. So dass es von selber liegt. Dann da hin und dran. Und dann soll es eigentlich schon auf die Scheibe zeigen. Also dass ich keinen Druck irgendwo hinbringen muss. Mitten rein. Das ist fast unmöglich so. Da kannst du nicht 40 Meter mitten ins selbe Loch. Super geil. Also wenn das keinen Spaß macht, dann weiß ich nicht, was Spaß macht. Gemütlich sitze, schön. Auf dem Stühlchen, sich ja nicht überanstrengen, ganz gemütlich
durchatmen. Zwei Millimeter unterm Block. Ich will immer daher greifen in meinen Beutel, da die Kugel rauszuholen. Ich habe gar keinen Beutel da hängen. Ich habe einen Neifli gesehen. Der hat jetzt so wieder im selben Loch, aber eine kleine Ausfräsung gegen 9 Uhr. Also es sind jetzt 4 Schuss im selben Loch. Ich denke, es ist genug. Das nennt man Bench Rest Schieße. Bei uns geht das so 40 Meter. Das war's, mehr wollte ich nicht darstellen halt. Ich wünsche euch alles Gute, dass euch nichts passiert auf der Straße, auf der Arbeit, kein Unfall, keine Krankheiten. Das geht mir jetzt wieder nicht aus dem Kopf. Hier in so einer Arme sauber, das muss ich wieder dran leben. Genießt das Leben. Und mehr kann ich nicht sagen. Also, ich habe mir abgewöhnt, mich über irgendjemand zu ärgern. Das ist alles so unwichtig. Über irgendwelche Kasper, die anderer Meinung sind. Das juckt mich überhaupt nicht. Also, ich bin gern der böse Wirt. Das bin ich absolut gern. Ich habe es nie darauf angelegt, der nette Junge von nebenan zu sein. Bei mir kriegt einer eine Eichfahre, wenn er sie verdient hat. Und die, wo Eichfahre kriegt, haben von mir, die wissen Bescheid. Und die kommen auch nie wieder hierher. Weil das hat sich ergeben wollen. Für das kommen andere Leute. Und das war mal ursprünglich, hat jeder daher gedürft, hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass ich immer mehr das Arschloch war. Und das ist so nicht mehr. Arschständige Leute mit guter Erziehung kommen daher und die dürfen auch da bleiben, solange sie Lust haben. Das war's. Also, macht's gut, Leute.